Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr fragt euch bestimmt, was ist das denn hier für ein Auge? Das wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen und es ist auch schon ein kleiner Hinweis auf der Verpackung drauf. Dort steht auch schon Horrorauge und auch nochmal auf Französisch œil de horreur oder Horror Eye auf Englisch. Und das Auge sieht auch wirklich schon ziemlich gruselig aus mit dem roten, ich weiß noch nicht, ob es Schleim ist, das werden wir uns gleich mal genauer anschauen. Und dafür hole ich das Auge mal aus der Verpackung hier raus. Und da haben wir auch schon unser Horrorauge und es ist wirklich super eklig. Wenn ihr seht, wie das hier schon klebt an meinen Fingern, schaut euch das mal an. Oh Gott, das ist wirklich eklig. Jetzt gucken wir mal, was das Auge noch so kann. Oh, man kann hier auch noch die Pupille drin verschieben. Die Konsistenz ist wirklich super widerlich. Es klebt wirklich stark an meine Hand. Jetzt gucken wir mal, ob es noch dotzt. Nein, es bleibt auf dem Tisch kleben, wenn es runterfällt. Das sieht auch schon ziemlich eklig aus, wenn es runterfällt und dann aufplatscht. Es hört sich auch komisch an. Wenn man drauf drückt, wird das Auge auch größer. Jetzt gucken wir mal, was man noch damit machen kann. Vielleicht kann man es auch noch ein bisschen dehnen. Ja, das geht auch ganz gut. Und dann gucken wir uns mal noch an, wie das Auge da aussieht. Und da sehen wir, da sind ganz viele Adern drin und es ist ein blaues Auge. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich ein Auge in echt anfühlt, aber so könnte es auf jeden Fall sein. Dieses klibbrige und schleimige ist schon ziemlich eklig. Und jetzt wollen wir mal noch untersuchen, wie stark man das Auge wirklich auseinanderziehen kann. Das geht schon ganz gut, aber irgendwann zerreißt dann das Gummi. Da könnten wir uns auch mal überlegen, wieder das Auge aufzuschneiden. Mich würde mal interessieren, was steckt hier in diesem Auge drinne? Ob das auch aus Schleim ist oder ob es eher fest ist. Wenn ich jetzt darauf drücke, wirkt es doch ziemlich fest. Sogar ein bisschen wie eine Murmel, also eher sowas wie aus Holz. Kann ich mir aber schwer vorstellen. Und es wird auch ziemlich durchsichtig, umso näher das Ganze an die Haut von dem Auge drankommt. Gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Ja, das ist schon ziemlich eklig. Man kann das Auge gar nicht richtig festhalten, weil es sofort sonst wieder wegflutscht. Auf jeden Fall ist es eine super eklige Angelegenheit. Das Wort Horrorauge trifft auf jeden Fall zu. Es ist wirklich ein Gruselgegenstand. Könnte man auch vielleicht für Halloween oder so verwenden. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir noch alles mit dem Auge ausprobieren sollen. Ob wir das Auge vielleicht auch mal aufschneiden sollen oder ob wir das Auge eingefrieren können. Was könnten wir denn noch machen? Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche guten Ideen habt. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne eine Bewertung für das Video dalassen und uns abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge der Spielzeugtruhe wieder. Ich versuche jetzt mal das Auge noch von meiner Hand abzubekommen. Das klappt auch ganz gut. Ja, komm, geh ab. So, jetzt habe ich es geschafft. Bis zum nächsten Mal, euer Paul. Tschüss.